Hallo zur Spezialfolge von Passa Lubong. Kennt ihr das Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit? Nun, hier wird es noch lustiger und komplizierter. Viel Spaß! Ich bin ja, glaube ich, diejenige dieses Jahr, die auf die Philippinen fliegen wird. Alles klar, meine Liste wird geschrieben. Also beginnen wir mal. So, ich hätte gehört hier. I'm a tried fish. Ich mache da hier so ein Buch draus. Ne? Was würdet ihr euch dann, also wenn ich sagen würde, okay, 5 Pieces, okay? Sharing is caring, ja, und caring muss ich ja. Also das ist, sharing is caring, aber caring muss ich ja. Das ist gut. Was würdet ihr von mir denn bestellen? Also als von Passa Lubong. Und also jeder von uns 5. Wartet, stopp. Es bleibt bei kleinen Sachen. Wer bestellt irgendwelche großen Sachen? Nachher muss ich hier. Nee, es gibt keine Balik Bayern Box nach rückwärts rum. Also nach von Philippinen nach Deutschland. Das wäre das Geilste. Ich will nur Deko. Was? Ich will nur Deko. Ich möchte sowas Schönes für die Tische, weißt du. So, ich gebe auch gleich noch Maße durch. Ey, was, ey, Alter. Ja. Und zwar meine Tischlänge ist. Ey, es wird immer komplizierter. Ich habe gedacht, es wäre so einfach. Ich habe gedacht, ihr würdet irgendwie von Red Ribbon oder von, was weiß ich, Goldilocks oder Sachen bestellen. Du willst irgendwie bestimmt nur von Kultura hoch und runter. Deko. Ja, aber bei mir ist so, ich muss es sehen. Junge, ihr werdet es halt ja voll kompliziert. Hatte Char möchte noch eine FaceTime-Tour haben durch das Mall. So, Kerstin, lieb bitte dort rein, noch hier rein. Ich möchte noch hier. Ja, du kannst ja immer ein Zoom-Meeting machen, dann weißt du. Genau, Lieb, du machst ein Facebook-Event. Genau. Hey, also ich hätte was. Und zwar, ich würde gerne Sea Grapes haben. What? Latto. Hm? Kennst du Latto? Ah, aber wie soll sie es rüberbringen? Das gibt's doch schon ich weiß es nicht. Wir müssen. Also ich kenne es hier, es gibt in diversen Online-Asa-Läden, da kannst du das in so einer Verpackung kaufen, ja, aber es ist halt schon teuer. Das ist so Algensalat, so ähnlich ist das. Ja, das ist sehr lecker und das kann man dann halt... Stimmt, das gibt es hier nicht. Das, gibt's das ist nicht so, so schwer. Nee. Aber das musst du kurz vor deinem Abflug kaufen. Das heißt, du musst alle Passa Lubong so logistisch kaufen, verpacken, einpacken, dass sie auch nicht spoilen. Verstehst? Also important, also dieses ganze sehr strukturelle Angehen des Übergebens des Passa Lubong. Ja. Also aber für mich, ich mache es dir einfach. Ich hätte als Nummer 2 neben der Deko, du kannst mir auch 5 Deko-Sachen einfach mitbringen, aber ich hätte mal echt wieder Bock einfach auf. Ich bring dir 5 Leer. Ich liebe Tablea, weißt du, für Chocopie, auch wenn es nicht Chocopie ist. Mama hat immer gesagt, es ist Chocopie. Es ist gar nicht Chocopie, musste ich von meinem lieben Ehemann lernen, der sich ja totgelacht hat. Und ich habe immer gedacht, 50 Jahre lang, es heißt Chocopie. Champurrado heißt es. Und in Champurrado was? Ist es Chocopie? Mama hat immer gesagt Chocopie. Und eigentlich jetzt, wenn ich mal das analysiere, ich habe es mit meiner anderen Schwester analysiert, es Chocopie kommt von Chocobrei. Weil das für uns einfach ein Brei war. Blickst du es, Li jetzt? Chocobrei. Aber vielleicht konnte Mama das nicht aussprechen. Und dann, oder wir konnten es nicht aussprechen. Da hieß es dann Chocopie, also Schokoladenkuchen. Also es hat gar nicht Sinn gemacht. Und es kam alles erst, alles vor einem Monat raus, ungefähr um Weihnachten, wo ich gemeint habe, ich hätte so Bock auf Chocopie. Mein philippinischer Mann schaut mich an, so, was ist das? Ich so, ja, du weißt schon das? Und der so, das heißt Champurrado? Ich so, ah. Und so kam die Wahrheit ans Licht. Und deswegen, ich hätte gerne Tablea. Also bei mir wäre es einmal Muscovado Sugar. Mm. Das ist sehr cool. Obwohl du momentan ja schon einiges im Supermarkt das ja auch schon kaufen kannst. Aber von den Philippinen, es schmeckt halt doch ein bisschen anders. Und das ist halt beim Kochen zum Beispiel, beim Bomba oder beim Adobo, hat es halt noch so einen rauchigen Geschmack. Und das ist halt voll lecker bei Muscovado Sugar, wenn du das nimmst, als den normalen Brown Sugar. Das ist so meins. Mhm. Ansonsten, also dann Nummer 3, vielleicht auch ein Deko-Element. Das wäre sehr schön.
Noch ein Magnet, okay. Nein, kein Magnet. Das Ding ist halt, ich wollte damals auf den Philippinen schon gerne mal ein Bild kaufen. Mhm. Das will ich jetzt nicht, das erwarte ich jetzt nicht von dir, aber nein. Doch, und, geht ja, das muss ja, das geht schon, man das muss kann halt, ja, das kann man ja rollen. Du musst es rollen oder falten und dann geht es schon, das ist alles easy. Ja. Man muss halt eben eine Rechnung dabei haben, weil sonst kommt man in Fuchsteufels Küche. Außer ich sage dann, ja. Hey, ich habe gemerkt. Und Nummer 4. Schwer. Meine Nummer 3. Wenn du noch überlegst, meine Nummer 3. Ich möchte, dass du mir mehr Kochbücher mitbringst. Klar. Es ist so schwierig. Kochbücher. Ja. Kochbücher von philippinische Küche zu bekommen. Man bekommt schon recht viel über Amazon, über andere Independent Publishers. Aber trotzdem wäre es mega cool, wenn du reingehen könntest in den Mall und kurz mal ein paar Bücher uns holst. Die sind auch nicht so schwer. Die kannst du gut in den Rucksack reintun. Neben den anderen 5 Büchern, die du hast. Nummer vier wäre entweder, also ich weiß ja nicht, wo du hinfährst, genau. Also wenn ich vor, nach Baguio hoch zu fahren, nach Sagada und dann einmal einen Sprung runter nach Davao und nach Maquilana. Okay, dann Nummer 4 wäre was Typisches aus Baguio. Das kannst du selber entscheiden, weil ich mag halt auch sehr gerne so Passalugos, was typisch halt eben aus Baguio ist. Kühlschrankmagnet. Also es kann auch ein Magnet denn sein. Hauptsache es ist typisch aus Baguio. Ja, es reicht. Ich weiß, was ich gerne aus Baguio hätte. Ja, und zwar in Baguio, das habe ich schon ganz oft gesehen. Und zwar sind es einfach diese... Nein. Und zwar sind es einfach diese Wollmützen, wo Baguio draufsteht. Aber die sind so speziell gehäkelt, irgendwie mit speziellen Farben und speziellen Muster. Und da steht immer Baguio drauf. Ich finde die voll cool. Hätte gern so eine. Okay. Mhm. Also eigentlich ist es eigentlich Baguio, weil es ja ein kühleres Gebiet ist und das war ja früher die Sommerstadt von Manila, Sommerhauptstadt. Wirklich, es ist wirklich so, die Sommerresidenzstadt. Es kommt ja frisches Gemüse dorthin, soll ich euch Erdbeeren mitbringen oder Reis? Also ich hätte jetzt automatisch, wenn es nicht so schwer wäre, hätte ich euch Adlai oder roten Reis mitgebracht, was natürlich, oder schwarzen Reis, auch aus Baguio kommt. Und das ist, Baguio-Reis ist wirklich das Nonplusultra-Reis, weil Baguio-Reis wird nur zu, kurz mal historisch jetzt hier, oder ein bisschen traditionell, wird nur 50% bleibt bei den Einheimischen und 50% wird verkauft. Also deswegen. Und zumindest war das noch so vor ein paar Jahren. Vielleicht hat sich das auch wieder verändert. Und deswegen ist Baguio-Reis, ich habe mir auch selber dort Reis gekauft, aber Reis ist halt natürlich schwer. Da kommt wieder die Balik-Bayern-Box wieder ins Spiel. So, Mensch, ihr seid ja voll. Ihr wisst aber hey, wir haben nun den 5. Das wir haben noch 4 und 5. Oh, schade, jetzt wollte also ich schon gesagt. Sagen. Was willst du denn Nummer 4 so sehen? Achso, 4 war mein Baguio-Hut. Aber da kannst du dir frei überlegen, was es ist. Kann auch ein Cappy sein, irgendwas von Baguio. Wenn alle Stricke reißen, nehme ich auch einen Kühlschrank-Magnet. Aber dann wirklich schön. Mhm. Und Nummer 5 wäre irgendwas Schönes von Red Ribbon. Irgendwie ein Enzamada oder ein Mammon. What? Hand carry. Du kannst auch Goldilocks machen, die ganzen Schoko-Brownies, diese Square für 500 Pesos. Auch gut. Ja, und wie soll ich das bitte? Hand carry. Hand carry. Wo ist das Problem? Wenn ich carry. Ich habe noch keine Tasche, sondern ich hab einen kleinen Trolley. Wie packe ich sowas da drauf? Tüte da drauf. Mhm. Genau, also was ich dann, Nummer 5, also ich hänge mich da auch ran. Ich glaube, in der Tüte passt auch die auf deinen Trolley draufkommt, sind bestimmt
ein paar Pulverons, die du so verteilen kannst. Da bekomme natürlich ich auch was. Aber meine Nummer 5 wäre einfach, ganz ehrlich, wir haben hier einen höheren Konsum an Bagoong. Wenn du noch mal ein großes Glas Bagoong mitbringen könntest. Das ist so speziell wirklich. Das ist von einer speziellen Firma, die ich dir auch zuschicken werde, wie die heißt. Aber ich bräuchte ein Glas. Am besten dieses XXL. Das kann man gut verpacken. Jetzt kommt 5.2, 5.3, oder was? Die erste Bestellung bitte rausnehmen. Also nicht mehr die Algen. Ich hätte gerne eine schöne Tasche. Eine typische ethnische Tasche. Das gehört auch in meine Reihe. Du kannst einfach meine ganzen Sachen in die ethnische Tasche reintun. Dann ist es ja so genau der Gedanke, du tust alle Passalubums schon in solche ethnischen Taschen rein und vergibst das quasi. Genau. Ist das nicht geil? Also du kaufst ethnische Taschen zum Beispiel in Davon, Alde Winko, das können wir dir schon sagen, wo das ist. Alde Winko hat leider geschlossen, das gibt's nicht mehr. Stimmt, gibt's nicht mehr. Wie traurig. Ey, das ist ja echt doof, gell? Aber auf jeden Fall. Genau. Also du kaufst dann für jeden so eine ethnische Tasche, die kannst du dann gleich, wie Arte Chai erzählt hast, so in großen Wholesale-Price kaufen. Dann hast du schon mal 10, oder? Ja, 10. Und dann kannst du alle Sachen schön reinpacken. Dann kannst du, das ist doch voll die nette Geste für einen Passalum. Das kannst du auch mit Green Hills. Mega. Da kannst du auch. Die Visoria. Perfekt, weißt du Bescheid. Naja, okay, ich könnte es ja noch überarbeiten. Der Flug, der dauert ja noch so ein bisschen, ne? Bis dahin, Ayo, ayo. Wisst ihr noch, was ich alles mitbringen soll? Welche Dinge hättet ihr bei mir bestellt? Schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht bringe ich ja was davon mit. Ayo, ayo. Was könnte unser Schlussfazit sein? Überarbeitet eure Bestellungen. Ja. Yay. Okay.